Liebe Freunde des Münchner Forum für Islam, Assalamu alaikum, möge Gottes Frieden und Segen mit Ihnen sein. Wir thematisieren heute einige der Botschaften aus dem 14. Juz des Koran. Dieses Juz beginnt mit der Sure 15, Sure Hijr. In dieser Sure wird uns die Geschichte von Iblis und Adam erzählt, fast identisch mit der Sure A'raf und ähnlich der Sure Al-Baqarah. Jedes Mal, wenn der Koran uns dieses Ereignis beschreibt, weist er uns auf neue Details hin, auf neue Lehren aus dieser Geschichte. Und dieses Mal, wenn Iblis schwört, Menschen in die Irre zu führen, sagt er, dass es eine Kategorie von Menschen gibt, die er nicht beeinflussen kann. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Außer deinen auserwählten Dienern unter ihnen. Die sind diejenigen, die Gott mit Aufrichtigkeit ausgezeichnet hat. Diejenigen, die alles, was sie tun, ausschließlich im Namen Gottes tun. Angefangen vom Fasten, Gebeten, Almosen geben und alle anderen Handlungen. Allah antwortet darauf, das ist ein gerader Weg, der einzuhalten mir obliegt. Gewiss, über meine Diener hast du keine Macht, außer wer dir von den Verehrten folgt. Wer eine tägliche Verbindung zu Gott pflegt, in Form von Gebet, Dhikr, der Satan wird keine Autorität über ihn haben. Er kann ihn manchmal zum Bösen neigen, aber er wird nicht in der Lage sein, seine Macht über ihn auszuüben. Dann Allah spricht den Propheten an. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Tue meinen Dienern kund, dass ich es bin, der allvergebend und barmherzig ist. Und sag ihnen, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ Und dass meine Strafe die schmerzhafte Strafe ist. Die Formulierung dieser zwei Verse ist interessant. Wenn Allah über seine Barmherzigkeit spricht, sagt er, أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ dass ich es bin, der allvergebend und barmherzig ist. Allah beschreibt seine Natur und von Natur aus ist er barmherzig. Er spricht in der ersten Person, dass ich barmherzig bin, ich vergebe. Der Standard ist Barmherzigkeit. Und dann im zweiten Vers charakterisiert Allah seine Bestrafung und sagt, وَأَنَّ عَذَابِي und dass meine Strafe, meine Bestrafung ist schmerzhaft. Also im Gegensatz zur Barmherzigkeit schreibt er seiner Natur keine Bestrafung zu, als hätte er uns damit sagen wollen, er bestraft ungern. Er tut dies nur, wenn es wirklich so weit kommt. Es wird überliefert, dass einige Gefährten des Propheten in der Nähe der Kaaba in einer lockeren Atmosphäre etwas Spaß hatten, worauf der Prophet dies nicht begrüßt hatte. Er ging eine Weile weg und kam zurück und sagte, als ich herauskam, kam Jibril zu mir und sagte, Mohammed, er, also Gott, fragt dich, warum entmutigst du meine Diener? Tue meinen Dienern kund, dass ich es bin, der allvergebend und barmherzig ist. Die Botschaft dieser Verse ist nämlich, Allahs Barmherzigkeit ist der Maßstab für seine Behandlung von Menschen und er bestraft nur diejenigen, die durch ihre Missetaten wirklich danach streben, bestraft zu werden. Deswegen, obwohl die Androhung einer Bestrafung manchmal notwendig ist, um manche Menschen davon abzuhalten, Böses zu tun, wir sollten uns bemühen, im Umgang mit den Menschen eher die Gnade Gottes im Fokus zu stellen. In den letzten drei Versen dieser Sure spricht Allah den Propheten folgendermaßen an. Wir wissen ja, dass deine Brust beklommen ist wegen dessen, was sie sagen. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. Aus der Lebensgeschichte des Propheten ist uns bekannt, dass der Prophet abfällige Namen wie Lügner, Zauberer, Verrückter und so weiter genannt wurde, was ihm schwer fallen würde. Mit diesen Versen tröstet Allah ihn und gibt ihm Ratschläge zum Umgang mit Beleidigungen, die auch universelle Ratschläge für uns alle sind, die manchmal
Beleidigungen anderer Menschen ausgesetzt sind. Allah sagt, sei dir zuerst bewusst, dass wir ihre Art und Weise, wie sie dich behandeln, unter Aufsicht haben. Und dann lehrt Allah den Propheten, wie er damit umgehen soll und sagt, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Aber lobpreise deinen Herrn und gehöre zu denen, die sich niederwerfen. Als ob zu ihm gesagt wurde, wenn du eine solche Rede über dich selbst hörst, wenn Menschen dich verleumden, beleidigen, dann widme dich deinem Herrn mit Zikr, mit Gottesgedenken. Beschäftige also nicht deine Zunge, um diesen Beleidigungen etwas zu entgegnen, sondern beschäftige sie mit dem Gottesgedenken. Und in solchen Momenten suche Trost im Gebet. Und danach, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Sei beharrlich in all diesen, was ich dir als Alternative angeboten habe. Lass es nicht nur sein, wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, sondern versuche, die Anbetung zu einer lebenswichtigen Konstante zu machen, unabhängig von der Situation und der Zeit, in der du dich befindest. Die zweite Sure in diesem Juz ist Sure An-Nahl, was die Bienen bedeutet. Sure An-Nahl wird auch als An-Ni'am, die Gaben, genannt, weil sie die Gaben Gottes den Menschen gegenüber beschreibt. In dieser Sure erinnert uns Gott an die verschiedenen Segnungen, die uns bereitgestellt werden, wie wir verschiedene Arten von Tieren, Wasser, Wechsel von Tag und Nacht und so weiter. Und er fasst all diese Segnungen mit dem identischen Vers zusammen, den wir gestern in Sura Ibrahim zitiert haben, das heißt dem Vers, der nun wiederholt wird, nämlich: Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, würdet ihr sie nicht restlos erfassen können. Die Koranexegeten sagen, dass Sura Ibrahim sich auf die Wichtigkeit der Gnade Allahs konzentrierte, und das ist Glaube. Ihre Botschaft ist, dass der Glaube im Herzen eines Menschen der größte und wichtigste Segen ist. Andererseits umfasst An-Nahl alle praktischen Segnungen, die fürs Leben des Menschen wichtig sind. Einige werden sich vielleicht fragen, warum diese Sure An-Nahl Bienen heißt, wenn sie von den Gnaden Gottes spricht. Die Bienen werden in zwei Versen dieser Sure erwähnt, nämlich: Und dein Herr hat der Biene eingegeben, baue dir Häuser in den Bergen und in den Bäumen und in dem, was sie errichten. Dann iss von allen Früchten und folge den Wegen deines Herrn, die er dir leicht gemacht hat. Aus ihren Leibern kommt ein Trank, mannigfach an Farbe. Darin liegt ein Heilmittel für die Menschen. Wahrlich, hierin ist ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Die Biene und die Art und Weise, wie Honig hergestellt wird, ist an sich ein großer Segen Allahs und einer der Beweise für seine Existenz und vollkommene Weisheit. Die zitierten Verse beginnen mit den Worten: Dein Herr hat der Biene eingegeben, was auf die göttliche Inspiration der Biene, ihren Gehorsam gegenüber Allah und die Erfüllung des Befehls hinweist, dem sie verpflichtet ist. Daher ist die Biene ein ideales Beispiel dafür, wie man Allahs Gaben verwendet, mit denen man beschenkt wird. Aufgrund dieses Bewusstseins gab Allah Heilung und nützlichen Honig, um aus ihrem Leib zu fließen. Und nicht umsonst vergleicht der Prophet einen Gläubigen mit einer Biene. Er sagte, das Beispiel des Gläubigen ist wie das Beispiel einer Biene. Er isst, was rein ist, produziert, was rein ist und steht auf einem Ast, damit er es weder bricht noch zerstört. Daher können wir zwischen dem Verhalten eines Gläubigen und einer Biene eine Parallele ziehen, beziehungsweise ein Gläubiger sollte in seinen Verhaltensweisen strebsam wie eine Biene sein.
Die Biene landet nicht auf Aas oder Kot und überträgt nicht ihre schmutzigen Spuren und unangenehmen Gerüche. Genauso besucht der Gläubige nicht die Orte, an denen schamlose Sprache oder schamlose Handlungen ausgeführt werden. Genauso wie das, was von einer Biene verbreitet wird, nur das Nützliche ist. Er sagt nicht, was hässlich ist und vermittelt auch nicht die Worte oder Verleumdungen anderer Menschen. Genauso wie die Biene ihre Arbeit der Gemeinschaft widmet, setzt sich ein Gläubiger für das gemeinsame Wohl ein. So wie eine Biene vorsichtig auf einer Blume landet, damit sie nicht beschädigt wird, bemüht sich der Gläubige, anderen mit seinen Worten und Taten keinen Schaden zuzufügen. Die Schönheit des koranischen Ausdrucks liegt auch in der Tatsache, dass der Begriff Shifa, Medizin, im Koran nur zweimal verwendet wird. Einmal in Bezug auf Honig, der in Sura Nahl erwähnt wird, und zum zweiten Mal in Bezug auf den Koran. Der Koran ist die Medizin für die Seele und Honig für den Körper. Mohammed, Friede sei mit ihm, sagte in diesem Zusammenhang: Ich empfehle Ihnen zwei Medikamente, Honig und den Koran. Im 90. Vers dieser Sure wird uns dann ein universelles Prinzip dargestellt. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wahrlich, Allah gebietet, gerecht zu handeln, uneigennützig Gutes zu tun. Hier stellt der Koran zwei wichtige Prinzipien dar, auf denen unsere Beziehung zu Menschen basieren sollte, nämlich Adl, Gerechtigkeit, und Ihsan, Güte oder Nächstenliebe. Gerechtigkeit bedeutet, einer Person das zu geben, worauf sie Anspruch hat, und dies ist obligatorisch. Und Ihsan bedeutet, einer Person mehr zu geben, als ihr zusteht, und dies ist auf freiwilliger Basis. Und daher ist unser Verhältnis unseren Mitmenschen gegenüber auf der Grundlage von Gerechtigkeit das Minimum, was wir erfüllen müssen. Und ihnen mehr zu geben, als ihnen gehört, wie eine Biene, die Honig gibt und nichts dafür verlangt, ist das höchste Maß an Nächstenliebe gegenüber einem anderen. In den letzten Versen dieser Sure gibt Allah dem Propheten Anweisungen für einen gelungenen Dialog. Folgende Verse werden in diesem Zusammenhang oft zitiert werden. Lade auf den Weg deines Herrn mit Weisheit und mit dem höhnen Ratschlag ein. Diskutiere mit ihnen auf die beste Art. Hier sind drei Richtlinien für diejenigen, die zum Guten aufrufen, dargestellt. Und das erste Prinzip, das Prinzip der Weisheit, ist auch das Wichtigste. Gelehrte interpretieren Weisheit als die Unternehmung dessen, was getan werden muss, wie es getan werden muss und zum richtigen Zeitpunkt. Daher wird in diesem Vers die Eigenschaft der Weisheit als Bedingung vorangestellt für eine Aktion. Das heißt, dass einer, der zu einer Verbesserung beitragen möchte, auch dafür sensibilisiert sein sollte, wie, wann und ob sein Ratschlag benötigt wird, wie, wann und ob eine Diskussion geführt werden sollte. Die sagt uns auch, dass das Verlassen einer Diskussion manchmal tatsächlich die beste Option ist, insbesondere wenn man nicht in der Lage ist, auf der Grundlage des dritten angegebenen Prinzips وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ diskutiere mit ihnen auf die beste Art zu handeln. Die Sura endet mit dem Vers إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ wahrlich, Allah ist mit denen, die sich Allah bewusst sind und Gutes tun. Möge Gott uns zu solchen Menschen zählen. Amin. Einen schönen Iftar wünsche ich Ihnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.